kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möser hat gerade angerufen. Er braucht noch einen Gag zum Thema Monopoly. Ja, da kommt er wieder früh. Tja, hab ich auch gesagt. Aber pass mal auf, Dirk. Ich glaube, ich hab sogar schon einen. Okay. Bei eBay wollte letztens einer eine Karte für ein HSV-Spiel verkaufen. Ich habe ihm 100 Euro Monopoly-Geld geboten. Da fragt er mich, ob ich ihn verarschen will. Hab ich gesagt, wer hat denn angefangen? Der ist lang, aber schön. Ja. Vielleicht einen ganz kurzen. Ich bin in Monopoly so schlecht, ich glaube, ich bin der Einzige, der nach der Hälfte des Spiels Sozialleistungen bekommt. Ja, der ist richtig gut. Tja, leider. Aber ich habe auch noch einen. Pass mal auf. Bei uns Männern ist Monopoly ja das beliebteste Brettspiel. Frag mal, und bei den Frauen? Und bei den Frauen? Da ist es Bügeln. Da ist es, Boris. Ja, muss reichen für heute. Komm, mach mal Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.